Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Part von Tales of Cilia. Und den Part beginnen wir direkt mit ein bisschen Geplaudere, Zeuge der Verteidigung. Let's see. What are you up to? Just trying to organize all of my notes for my thesis. Those in the books at a time like this? You sure are studious. Yeah, probably a waste of time. I'm sure I've already been expelled being an X-marked criminal and all. Ah, cheer up, kid. If I get a chance, I'll testify to the military and the school on your behalf. Shouldn't be hard to make the case that you're just a poor kid who got sucked into this. Thanks. But aren't you a wanted criminal too? Ah, that. I guess I did flee along with you. So if we get captured, I'll testify for you. I'll tell them that you're nowhere near as shady as you look. I'll take it as a compliment. What the fuck? Na gut, wir müssen arbeiten. Wir müssen Geld verdienen. Hey there. You've got a request, right? How about letting us handle it? Oh, you're mercenaries. Oh, perfect timing. What kind of request? Someone's got a problem with monsters. And we get paid to solve their problem. Oh. So by taking on these jobs, you get the reward and I get the practice. Right. Everybody wins. Well, except the monsters. Okay, hit us with the details. Some monsters we've never seen before are lurking near a lake west of the Sea Haven. A lot of people depend on that lake for water, so those monsters have become a real nuisance. I'm looking for someone to exterminate the beasts. What's the reward? Cash, of course. You heard the woman. Thoughts? Sounds fine to me. Fighting monsters will be good training. Excellent. Now these beasts are no pushovers, so please watch yourselves. So, sorry dafür, Frosch im Hals. About your sword training. The monsters aren't just going to stand there like training dummies, you know? We should go over some basics first. I appreciate it. Ready your sword. Well, that'll do. You have my gratitude. Shall we go? Wait, Jude. Take a moment to consider your situation. You don't have to stay with me anymore, you know. Right. Now that we've crossed the border, it'll be a while before any pursuers from Rashugal get here. What are you suggesting? Just that he still has some time to think things over. Sorry, I'll make up my mind by the time you set off. Okay, very well. Let's go and complete that request. You thought you were doing the right thing. Now you're on the run. That's a pretty tough lesson for a kid your age. Yeah. But I brought it upon myself. Tja. Okay, also Monster im Westen sollen wir uns kümmern. Es ist so befreiend, nach einer langen Seereise wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Am liebsten würde ich auf die Knie fallen und ihn küssen. Ja, dann beginn schon mal. Und meine Füße kannst du auch dabei küssen. Nur wenn du Bock hast. Seid gegrüßt, mutige Reisende. Seid ihr gut ausgerüstet? Das ist ein gefährliches Land und ihr solltet bestens vorbereitet sein, wenn ihr den Seehafen verlasst. Aha, hier haben wir also Läden. Waffen, Rüstung, allerlei, was der Abenteurer halt so braucht. Und Juwelen, wenn man so darauf steht, Zubehörladen. Ich guck mir erstmal bei den Waffen an. Boah, und ich hab's echt mit dem Frosch gerade. Mein Gott. Die LAN-Erweiterung wurde freigeschaltet. Die LAN-Erweiterung ist ein Spielsystem, mit dem du die Läden, Materialien und Geld geben kannst, um die Produktpalette der Läden zu erweitern. Wähle dazu im LAN-Menü Erweitern aus. Wenn du Läden erweiterst, sammelst du Punkte. Erreichen diese einen bestimmten Wert, steigt dein LAN-Level und neue Lagerbestände werden hinzugefügt. Zusätzlich senkt das Erhöhen deines LAN-Levels die Preise der Objekte, die im LAN verkauft werden. Geil, wenn das mal im richtigen Leben möglich wäre.
Du kannst die Punkte, die für die Steigerung deines LAN-Levels nötig sind, erlangen, indem du dem LAN Materialien schenkst, dem LAN Geld schenkst, im LAN Objekte kaufst. Beim Verschenken von Materialien wirst du feststellen, dass einige Materialarten als Bonusmaterialien eingestuft sind und mehr Punkte als andere einbringen. Beachte, dass die Bonusmaterialien sich mit der Zeit und im Kampf ändern. Mhm. Okay, was kaufen wir denn so? Wir haben Eisenhandschuhe. Die kann unser Lüt haben, wir können Rapier und ein Breitschwert. Für jeden von uns etwas dabei. Leider kann ich nicht direkt sehen, was das für einen Einfluss das hat. Bald erhältlich. Achso, doch, das können wir sehen. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall ist links die Tabelle. In Besitz bin ich nicht von denen. Heißt das, bringt das was? Bringt es nichts? Ich will jetzt nichts irgendwie Doofes machen, aber lass uns erstmal kurz die Ausrüstung checken. Ja, also Eisenhandschuhe und so habe ich doch. Das habe ich also alles. Achso, und lass mich raten. Alvin kann auch die Liliumkugel benutzen. Ja. Drücke Select, um Autonavigation zu nutzen. Autonavigation führt dich über vorgeschlagene Wege und aktiviert unterwegs Knotenpunkte. Diese Funktion ist sinnvoll bei vielen WP. Aufgebrauchte WP können nicht mehr zugewiesen werden. Sei vorsichtig mit der Autonavigation, wenn du bestimmte Artes oder Fertigkeiten möchtest. Naja, er hat ja nur 3, also bitte. Ah, was haben wir? Also sorry dafür, aber irgendwas hängt da und das nervt mich auch schon. Hm, ja, das klingt gut. 10% KP, das hört sich auch gut an. Schutzfeld. Halt nahe Verbündete und fügt gleichzeitig Gegnern Schaden zu. Verwandelt sich. Oh, das machen wir doch. So heilen? Und andere Schaden? Das ist cool. Schutzfeld wurde aktiviert. Und ich glaube, das machen wir auch noch. KP gewinnen. Okay. Die sollten wir natürlich dann auch einstellen. KP gewinnen. Zauberschutz ist drin. Okay. Ausdauer, Zauberschutz, KP gewinnen. Ah, und da sind dann alle drin. Okay. Okay, okay. Wie sieht es mit der Artis aus? Schutzfeld, Dämonenzahn, Tigerklinge. Das hört sich ja mega an. Aber ja, die Waffen hier sind für den Arsch. Die bringen uns nämlich überhaupt nichts. Das sind nämlich unsere Standardwaffen. Von daher, erweitern wäre schön. Was können wir denn so? Materialien schenken? Bisschen. Ja, bisschen Dung können wir verwenden. Das gibt Bonus. Und zwar ordentlich. Und das würde dann den Waffenladen aufstufen. Der Waffenladen hat neue Objekte. Stahlhandschuhe. Cool. Boom, machen wir nochmal. Yes. Ah, okay, jetzt haben wir nichts mehr. Okay. Der Objektladen hat genau dasselbe, von daher bringt das nichts. Der Rüstungsladen hat hier einen Bonus von 2? Ja, nehmen wir doch. Und Level up. Lamellenschutz, okay. Ansonsten bringt das auch nichts mehr. Zubehörladen, haben wir davon was? Ja, mal 2. Bringen wir auch nach oben. Sind die Materialien wirklich nur dafür da? Und bevor jetzt jemand Kommentare schreibt, ich nehme weit voraus auf. Von daher werde ich darauf dann nicht mehr reagieren können. Sollte ich also irgendwie einen Quatsch machen, wird das langfristige Folgen haben, ohne dass ich es merke. Nanu? Achso, ich habe gar nicht so viel. Na gut. Alles klar. Jetzt können wir mal ein bisschen handeln. Stahlhandschuhe. Und Kukuri. Das bringt uns ordentlich was ein. Schön an Angriff.
Dem Waffenladen wurden 119 Erfahrungspunkte gutgeschrieben. Schick. Verkaufen tun wir Eisenhandschuhe und Rapier. Und ja, das war's schon hier. Okay. Rüstung. Eine Rüstung zur rechten Zeit rettet, naja, was da drunter ist halt. Lamellenschutz, ja. Trenchcoat bringt nichts, Eisenhemd bringt nichts, Lederhelm bringt nichts. Okay, für Loot bringt das was. Achso, man sieht direkt auf einen Blick, ob etwas ausgerüstet ist oder ob es einen runter tut. Ah, das ist natürlich clever. Das Spiel gefällt mir. Das Spiel gefällt mir ja ernsthaft. Sehr gutes System. Sehr gutes System, muss ich sagen. Lamellenschutz für Loot. Und jetzt habe ich das gerade nicht gelesen. Na toll, das war vielleicht blöd. Naja, wird wohl nicht so dramatisches gewesen sein. Er ist viel härter, als er aussieht. Okay. Vielleicht kriege ich da noch irgendwo was gelesen. Lederschurz. Kommt weg. So, kann ich noch was kaufen? Rein theoretisch kann ich noch was kaufen. Ich könnte einen Lederhelm kaufen. Ansonsten war es das aber auch. Lederhelm würde auf jeden Fall Sinn machen, glaube ich. Ich glaube, das macht auch Sinn. Dann kaufen wir uns halt noch einen Lederhelm. So, und die Strickmütze kommt weg. Alles klar. So, irgendwelche Dialoge. Daten und Informationen. Nee. Wahrscheinlich aber, dass einige Elemente halt auch drunter leiden können, wenn man was trägt. Bestiendung gefunden. Oh, super. Kann ich die verscheuchen? Nö. Na toll. Die reagieren nicht auf Menschen. Das finde ich schon total billig. Händler verkaufen nicht an alle Kunden dieselben Waffen, Rüstungen und so weiter. Wenn ihr an die guten Sachen kommen wollt, müsst ihr den Laden erweitern. Wenn ihr den Händler verschiedene Materialien bringt, steigt ihr bei dieser Händlergruppe zum bevorzugten Kunden auf und euer Ladenlevel erhöht sich allmählich. Je höher euer Ladenlevel wird, desto besser wird die Qualität der Waren, die ihr kaufen könnt. Händler haben nicht viele Nachfrage nach Abenteuergütern und stellen daher die Bedürfnisse ihrer besten Kunden oben an. Aus diesem Grund solltet ihr Ladenerweiterungen betreiben und so die Auswahl an Gütern, die euch zur Verfügung stehen, erhöhen. So sinken auch nach und nach die Preise für ihre Vorräte. Aber ihr könnt den Händlern nicht nur Materialien bringen, sondern auch Geld. Das können sich jedoch nicht viele leisten. Na, macht Sinn. Zubehörladen, was hat der noch so drin? Was haben wir? 50%ige Chance, Betäubung zu vermeiden, schützt nicht vor Betäubung unter Angst. Umhang erhöht ein paar Punkte. Aber geldtechnisch sind wir gerade bankrott. Von daher könnt ihr das vergessen. Alles klärchen. Dann möchte ich das erstmal wieder speichern. Jetzt sind wir gut ausgerüstet, würde ich mal sagen. Für die nächsten Kämpfe des Tages. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was ich will. Was haben wir denn hier? Ein Objektladen. Ah, okay. Super. Aber ich denke, davon habe ich genug Zeug. Von daher brauche ich das nicht. Okay, ansonsten gibt es hier keinerlei Quests, nehme ich an. Ne, keinerlei Quests. Was sagt uns die Karte? Erstmal, dass da noch jede Menge Läden sind, die ich vielleicht mal abchecken sollte. Achso, das ist das Gasthaus. Da kann ich mich wahrscheinlich ausruhen, wenn ich will. 100 Gold pro Nacht.
Nee. Und Lebensmittelhändler. Wegen Umbau geschlossen. Na toll. Was haben wir hier? Wir Menschen aus Rasugal tendieren dazu, auf die Menschen aus Ajuul, was auch immer, herabzublicken und sie alle minderwertig zu betrachten. Trotzdem ist es ihnen gelungen, uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Die Geschwindigkeit, mit der Aul sich entwickelt, ist einfach unerhört. Viele Orte haben ein instabiles Geisterklima, aber das Geisterklima des Alati-Seehafens war immer ausgesprochen ruhig. Aus diesem Grund ist er ein wichtiger Auftankhafen für lange Reisen. Aha. Was haben wir hier? Aul ist in den letzten Jahren wirklich aufgeblüht. Der König hat althergebrachte Gebräuche abgeschafft und zahlreichen dringend notwendige Reformen durchgesetzt. Revolution. Habt ihr schon mal Morgendämmerung getrunken? Den berühmten Wein aus Aladi? In ganz Riz Maxia werdet ihr kein edleren Getränk finden. Klingt alkoholisch. Will ich nicht. Ich will kein alkoholisches Getränk. Na gut, na gut. Ich würde mal sagen, den Hafen haben wir genug abgecheckt. Abgesehen. Landeinwärts von hier gibt es keine großen Städte, bloß ein paar kleine Bergdörfer. Aber angeblich gibt es eine Siedlung, deren Bewohner noch die alte Tradition der Geisteranbetung pflegen. Aha. Interesting. Gut, ich würde aber sagen, den Hafen haben wir jetzt gut erkundet. Wir haben uns gut ausgerüstet. Und ich denke, dann können wir ein paar Monster ordentlich den Arsch versohlen. Alles klar, das machen wir dann im nächsten Part. Bis dann.